Oh, Wahnsinn! Hey, ich bin der Jürgen aus Eberswalde. Und wer bist du? Ich bin Herr Lehmann. Du kannst mich aber trotzdem duzen. Hallo, Herr Lehmann. Ah, hallo. Hallo, Herr Lehmann. Kommt hier in Vollzeit zu uns, arbeitet für 25% des Wertaufwas, verzichtet auf eure 60% Kurzarbeitsgeld, wo ihr zu Hause sitzt, und kommt zu 25% zu uns. Das würde keiner machen. Es müsste die Mineralölsteuer runter auf 25%. Es müsste der Benzinpreis, der Mietpreis, der Hotels, das Catering, die Restaurants, alles auf 25% gehen. Dann würde das funktionieren. Funktioniert aber nicht, macht keiner. Und auch wir Künstler können das nicht machen, selbst wenn wir es wollten, weil diese 25% würden wieder angerechnet werden auf Hartz IV oder Grundsicherung, wie sich das nennt. Da bleibt dann gar nichts dabei übrig. Also wir zeigen das jetzt, machen das. Tichina singt es einmal vor und dann singen wir es alle zusammen. Und die Noten zwischendrin bleiben als Melodie. Freude! Ich möchte noch ein paar Worte sagen. Es ist natürlich manches passiert und Ludwig Güttler nehmen wir gerne mit, wenn er Zeit hat. Wir haben jetzt doch wieder einen Termin bei der Staatsministerin Barbara Klepsch bekommen für den Abgesagten und wir werden es sicherlich nicht in einer halben Stunde regeln. Deswegen werden wir weiter kämpfen, aber wir werden irgendwo zusammenkommen müssen und es wird was passieren müssen. Sonst geht die Kultur, die Vielfalt der Kultur, den Bach runter. Und wir freuen uns, was heißt, wir freuen uns nicht. Es ist ein schlimmes Zeichen, dass viele aus dem ländlichen Raum auch schon gekommen sind. Auch Dirk Grünig vom Helmnow-Theater ist heute wieder fast 2 Stunden hierher gefahren. Das sind Firmen, die weltweit für Sachsen werben und trotzdem im Stich gelassen werden mit relativ wenig Geld, das man jetzt bräuchte, damit die Bank nachher am 30. September nicht vor der Tür steht. Das kann nicht sein, dass man solche Unternehmen einfach zugrunde gehen lässt, auch Herr Wirtschaftsminister Dulich. Das geht nicht. Und die 30 Millionen sind ein erstes Paket. Wir sind froh, dass 30 Millionen für die freie Kultur überhaupt gegeben wurden. Und ja, meine liebe Frau, ich hab's im Kopf. Also wir sind froh, dass 30 Millionen für die freie Kultur, das ist immerhin fast die Hälfte des Kulturrettungspakets, für die freie Kultur sind. Das ist sicherlich auch ein Verdienst der vielen Protestaktionen, Verbandsaktionen und auch von Stumme Künstler, was auch im Hintergrund so gemacht wurde. Aber es reicht einfach nicht und eine Begrenzung auf 50.000 im Einzelfall, das reicht auch nicht. Und Frau Ministerin, wenn Sie sagen, es wurde mit allen gesprochen, nein, es wurde nicht mit allen gesprochen. Die 50.000 reichen nicht. Woher nehmen Sie das?
Es gibt individuelle Fälle, da reicht es nicht. Da wurden Hunderttausende an Steuern jährlich gezahlt und 50.000 Euro reichen nicht, auch nicht in Verbindung mit dem Bundesprogramm. Wenn dort dann ein Kulturprogramm, das kann man eigentlich nur Bonsai-Kulturprogramm nennen, von 1 Milliarde gegeben wird, das ist die Summe, die die Oper in Stuttgart zur Sanierung aus feuerpolizeilichen Gründen kostet. Damit soll die komplette Kultur Deutschlands gerettet werden. Das ist ein Witz, Frau Grütters. Das funktioniert so nicht. Und jetzt noch eine Sache in Richtung Stadt. Es gab da kritische Stimmen, die wir durchaus verstehen. Und wir haben zusammen auch mit Stumme Künstler oder wir als Jazztage uns beworben nach der Demonstration, wo auch der Ministerpräsident da war, und haben die Kulturinseln Dresden vorgeschlagen als Konzept, dass wir hätten viel lieber dieses Geld, da geht es jetzt um 500.000 Euro, dafür verwendet, die Institutionen, die vor dem Ruin stehen, wie wir selber als Jazztage auch, einfach zu retten und dass die Stadt dort etwas gegeben hätte. Aber wir haben aufgrund der Haushaltssperre im Kulturamt und auch in entsprechenden Briefen oder Antworten die Antwort bekommen, es gibt 0,0 Euro, egal für wen. Und die Alternative war, ein Tourismuswirtschaftsprogramm zu machen, was der OB vorgeschlagen hat. Und das ist jetzt, natürlich wäre es besser gewesen, das anders zu verwenden, aber das ist ein Programm, das jetzt auf den Weg gegangen wurde und das hoffentlich morgen im Stadtrat dann beschlossen wird. Da wird weit mehr als die Hälfte, wenn hier 12 Kulturinseln sind, überall hier in der Stadt für die Touristen kostenlos, aber es wird auch noch um Spenden gebeten. Damit soll der Tourismus angekurbelt werden, damit soll die Gastronomie angekurbelt werden. Der Tourismus natürlich nicht international, sondern national oder regional. Und damit sollen auch der Einkauf, die Wirtschaft hier generell angekurbelt werden. Und wir sind froh, wenn dort ein Geld gegeben wird und wo ein Großteil des Geldes direkt den Künstlern für ihre Auftritte zur Verfügung gestellt wird. Bitte nicht zerreden, und trotzdem wollen wir möglichst viele da mit einbeziehen. Die Bewerbungen können dann auch kurzfristig laufen. Und wir reißen uns da überhaupt nicht darum, das zu machen. Wir nehmen jede Hilfe mit an, und es geht auch nicht um Bereicherung oder Sonstiges, wenn dort irgendwelche Gerüchte rumgehen, sondern wir wollten unseren Sommerurlaub opfern dort, um dann das zu organisieren. Und deswegen wäre das schön, wenn das stattfindet, aber diese 500.000 oder 500.000 Euro, die reichen nicht, oder 500 hört sich mehr an als 1. Ich bitte darum, egal wie, ich bin politisch unerfahren, macht das mit Eilantrag oder sonstigen, mindestens 1 Million draus oder eine symbolische Million für die Dresdner Kultur noch vor der Sommerpause. Und alle, die ansonsten noch Aktionen machen und auch schon auf eigene Tasche machen, ob das die Komödie macht, ob das jetzt der Palais-Sommer macht, die Filmnächte machen oder Rodney Austen mit allen zusammen im der Jungen Garde, das ist ein Risiko und das ist aller Ehren wert, und dort muss noch viel mehr gegeben werden. Und auch all die Initiativen, die ansonsten noch im Sommer was machen, dort muss Geld gegeben werden, damit man dort überleben kann. Und es kann nicht sein, und es war auch nie davon die Rede, als am Anfang darüber geredet wird, dass dort Geld aus dem Kulturhaushalt genommen wird, was dann nachher für die Kultur nicht sein kann. Das war nicht der Zweck dieser Sachen oder auch diese Kulturinseln, sondern es ist eine Wirtschaftshilfe, die der Kultur zusätzlich zur Verfügung stehen sollte. So haben wir es verstanden, aber wir können das natürlich nicht direkt beeinflussen. Deswegen aber noch die Bitte an den Stadtrat, dort wirklich wesentlich mehr zu tun an der Stelle. Und das war es jetzt, Bund, Land und Stadt. Und wir beschließen heute laut und virtuos, tragt Stumme Künstler weiter, teilt es, kauft die T-Shirts bei Nelly, ich weiß nicht, wo sie ist, genau, du kommst hier wieder, und gebt gerne Spende. Ab morgen haben wir hoffentlich auch einen Spendenlink, es ist gemeinnützig, wir verwenden das wirklich ausschließlich für, wenn ihr dazu schreibt, Stumme Künstler dafür. Und ja, der Alexander will noch was sagen anscheinend, aber ich begrüße auf alle Fälle mal. Okay. Bevor ich die. Okay. Hast jetzt nicht mit gerechnet, ne? Aber meine Damen und Herren, es muss auch nochmal gesagt werden,
dass das, was hier heute stattfindet, wirklich zu einem großen Verdienst an, oder dass das das große Verdienst von Kilian und von Tanja ist. Und dafür... Und dafür haben wir nicht nur hier einen kleinen Schluck für euch, ja, den guten Grafen, sondern auch, Nelly, komm mal bitte hier vor, zur Silberhochzeit, die ja heute, ne, das muss man erstmal schaffen, in heutigen Zeiten 25 Jahre verheiratet zu sein. Ja. Ein selbstgebackenen Kuchen. Jeder darf was abhaben, der ein T-Shirt kauft. Ja, genau, jeder darf was abhaben, der ein T-Shirt kauft, ihr habt es alle gehört. Ja. Und das, was hier heute passiert ist, was Ludwig Güntler auch schon gesagt hat, was ein Problem unserer Branche war, ich sage jetzt ganz bewusst war, nämlich die fehlende Solidarisierung, die fehlende Solidarität. Ich finde, das haben Tanja und Kilian geschafft, ein bisschen im positiven Sinne aufzubrechen, dass sie uns hier alle hierher gebracht haben, unter dem Motto Stumme Künstler. Dass Stumme Künstler-Demos in Frankfurt, in Würzburg, bald in Hamburg, in Berlin, in anderen Städten stattfanden, das ist wirklich zum großen Teil auch deren beiden Verdienst. Und da können wir alle, ich jedenfalls bin's, können wir alle wirklich sehr dankbar sein. Danke! Und ich hoffe, dass diese Pause, die wir jetzt gehen, Kilian hatte von Sommerpause geschrieben, das ist wirklich nur eine Pause. Ja? Bitte hat das jeder im Kopf, es geht weiter, wir kämpfen weiter, solange bis uns adäquat geholfen wird und solange bis wir endlich Gleichberechtigung erfahren. Ja, und ganz lieben Dank, Alexander, ganz lieben Dank, Nelly. Und ich muss jetzt doch noch mal ganz kurz was sagen. Also es ist natürlich voll schön, ich freue mich riesig und ja, wir haben es angeschoben, wir haben es angestoßen, diese Aktion, aber wir sind natürlich nicht alleine hier. Also wir schieben es zwar an, aber wir haben ein tolles Team, wir haben ganz, ganz viele freiwillige Helfer, die immer, immer, immer da sind, zum Beispiel auch unser Kind, unsere liebe Anne, unsere liebe Lisa, unsere liebe Ingrid im Büro und ganz, ganz viele, die jede Woche kommen und ohne das wären wir auch nicht hier. Also wir sind zwar die Anschieber, aber wir sind nicht alleine. Dankeschön. Ja, das war jetzt so nicht geplant, aber Dankeschön, lieber Alex. Danke euch allen fürs Kommen. Was heißt danken? Wir sitzen einfach in dieser sinkenden Arche, die im Moment da ist. Aber trotzdem wollen wir diesmal frohen Mutes mit Zuversicht beenden und begrüßen Alexis, einen Kollegen aus Kuba. Das ist der da ist. Der andere von uns ist in Kuba gestrandet. Alexis Herrera-Esteves. Hier an den Timbales zusammen, ganz improvisierend mit der Blechlawine. Schauen wir mal, wie es wird, ungeprobt. Gehen wir am besten davor. So, hier. Und ich glaube, Timbales ist eines der lautesten Instrumente, aber diese Trommeln, diese Blechkisten sind noch lauter. Wir machen das mal mit Mikrofon. Wie auch immer. Machen wir mal schauen. Wir können es ja ausmachen. So.